Wir haben heute am Frankfurter Hauptbahnhof eine furchtbare, eine sinnlose, eine bestürzende Tat erleben müssen. Und die macht uns betroffen, die macht uns sprachlos. Unsere Gedanken sind im Moment bei der Mutter vor allen Dingen, des Jungen, bei der Familie. Und wir sind den couragierten Bürgerinnen und Bürgern dankbar, die durch ihr beherztes Eingreifen schnell möglich gemacht haben, dass wir den Täter stellen konnten und den mutmaßlichen Täter und dass er der Polizei übergeben werden konnte. Und alles Weitere werden jetzt die Ermittlungen in den nächsten Tagen erweisen müssen. Können Sie was zum Täter sagen und zu den aktuellen Ermittlungen der Polizei? Ja, die aktuellen Ermittlungen laufen natürlich auf Hochtouren. Wir bemühen uns sozusagen alle Hintergründe auch zur Person des Täters entsprechend aufzuklären. Wie mir gesagt wurde, ist bestätigt, dass es sich um einen eritreischen Staatsbürger handeln soll, aber weitere Hintergründe kennen wir noch nicht. Wie wurde er denn festgesetzt? Er ist durch, wie gesagt, couragierte Mitbürger, die haben ihn wohl verfolgt und haben ihn gestellt und so konnte er dann der Polizei übergeben werden. Und die kümmert sich jetzt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft um die weiteren Ermittlungen und die müssen wir entsprechend abwarten. Das ist ja quasi ein Zufall der Ereignisse, dass Sie heute einen Termin haben zu mehr und zu anderer, besserer Videoüberwachung in Frankfurt am Hauptbahnhof. Können Sie was dazu sagen, dass mehr Videoüberwachung möglicherweise diesen Fall beeinflusst hätten, vielleicht sogar verhindert hätten? Ich bin mir nicht sicher, ob Videoüberwachung in einer solchen Frage oder in einem solchen furchtbaren Fall das geeignete Mittel gewesen wäre, um das zu verhindern. Aber es gibt natürlich viele Situationen in einer Großstadt wie Frankfurt, wo man über Videoüberwachungs- oder Videosicherheitstechnik entsprechend Straftaten schon vermeiden kann, weil das ist ja eigentlich unsere Hauptaufgabe, die wir uns als Polizei stellen, dass wir Gefahren überhaupt abwehren wollen. Und dort kann Videoüberwachung einen Beitrag leisten, aber natürlich auch, wenn denn schon eine Straftat stattgefunden hat, dann zur Überführung der Täter. Wir sind der Stadt Frankfurt dankbar, der Polizei hier in Frankfurt dankbar, dass sie Videosicherheitstechnik zum Einsatz bringen werden. Und wir werden das entsprechend seitens des Landes mit einem nennenswerten Beitrag von 2/3, 1,2 Millionen Euro auch fördern, weil wir für uns damit versprechen, dass wir für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger hier in Frankfurt noch einen größeren Wert erreichen. Die Bedürfnisse der Menschen, wünschen Sie sich nicht mehr Videoüberwachung, mehr gefühlte Sicherheit? Ja, wir haben in Hessen die Situation, dass wir uns dem Thema subjektive Sicherheit in einer besonderen Form auch annehmen. Das ist die Frage Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen nicht nur, dass die Bürgerinnen und Bürger sicher sind, sondern dass sie sich auch wirklich sicher fühlen, weil nur dann können sie ihre Freiheitsrechte auch wahrnehmen. Wenn sie nicht vor die Tür gehen, weil sie sich unsicher fühlen, obwohl sie eigentlich sicher sind, dann haben wir nichts gewonnen. Deswegen ist das Thema Sicherheitsgefühl für uns von großer Bedeutung. Wir sind in der Situation, dass wir unsere objektiven Zahlen, die Aufklärungsquoten, die sinkenden Straftaten, die sinkende Kriminalitätsbelastung in Hessen sehr ordentlich sind. Auch das Zutrauen zur Polizei ist laut den Umfragen, die wir kennen, sehr, sehr groß. Auch das Sicherheitsgefühl ist eigentlich ganz gut, aber trotzdem bleibt am Ende sozusagen ein Restteil, den wir beim Thema Sicherheitsgefühl noch erreichen wollen. Wir wollen, dass die Menschen sich im Lande daneben, dass sie sicher sind, eben auch sicher fühlen. Daran arbeiten wir beharrlich seitens der Polizei, aber, und da bin ich hier in der Stadt Frankfurt sehr dankbar, eben auch mit der Kommune.